Leute, ihr kennt der Influencer, oder? Ach Gott, die ganzen Leute mit ihrer Selbstdarstellung. Die verdienen ja heutzutage echt einen Haufen Kohle. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Die sind auch nicht ganz dicht, oder? Ja, das ist jetzt auch nicht so, dass die gar nichts machen, ne? Werner, also ich bitte dich, was müssen die schon machen? Die müssen einfach nur ihr Gesicht in die Kamera zeigen und verdienen Geld. Das sind heutzutage auch eigentlich richtige Entertainer. Entertainer? Sich irgendwie hinstellen und sagen, wie gut die Creme ist, das finde ich jetzt nicht sonderbar unterhaltsam. Ja, viele laden ja auch YouTube-Videos hoch oder machen Streaming auf Twitch. Sind das auch Influencer? Das würde ich schon sagen, ja. Aber auch, was die an Kohle verdienen, der alles so, das ist doch bescheuert. Der war doch jetzt gerade erst dieser Twitch-Leak, falls ihr das mitbekommen habt. Leak? Was ist denn Leak? Leak! Was soll denn das jetzt? Wirklich, was Neues stand da jetzt aber auch nicht. Die Zahlen sind doch öffentlich. Ich finde, das ist echt eine Frechheit, dass die so viel Kohle verdienen. Die spielen ein paar Spiele und drehen ein paar Videos. So kannst du das aber nicht betrachten, Jürgenski. Na wie denn? Die kriegen doch kein Geld dafür, dass die Videospiele spielen oder Videos drehen, sondern für die Reichweite. Was für Reichweite denn? Die erreichen doch so viele Menschen, ist doch klar, dass Filmen da Geld reinbuttern. Die können von dem Geld auch irgendwelche TV-Spots schalten. Irgendwas mit Qualität, aber nicht Sonnenmist. Dann stehen sie da und sagen dir, das ist die beste Butter der Welt hier, die ich gekauft habe. So was Einfaches wollen die Filme doch, authentisch eben. In meiner Welt nennt man das unprofessionell. Ich meine, die verdienen ja teilweise so viel Kohle wie ein paar Ärzte zusammen. Aber Schauspieler, Sänger oder Sportler auch. Das hat ja wenigstens noch einen Mehrwert, das unterhält mich noch. Und Influencer wollen halt auch unterhaltsam sein. Ja, das klappt aber so semi-gut. Die unterhalten schon irgendwie. Werner, spricht bitte nur für dich, okay? Meiner Meinung nach müssen die Influencer weniger verdienen. Ja, und was hast du davon? Dann kann man das Geld schon in andere Projekte stecken, die der Gesellschaft irgendwas bringen. Das sehe ich nicht so, die Kohle könnten sie mir geben. Also wärst du glücklicher, wenn andere weniger verdienen? Ein bisschen schon, ja. Aber bei dir persönlich wird sich doch nichts verändern. Doch, ich könnte mit ruhigem Gewissen einschlafen, dass die nicht reich werden. Die zahlen doch trotzdem ganz normal ihre Steuern hier in Deutschland und das nicht wenig. Ich finde trotzdem, dass sie zu viel Geld verdienen. Aber wo ziehst du da die Grenze? Warum ist ein Sportler was anderes als ein Streamer? Beim Sport versammeln sich mehrere Menschen vor dem Bildschirm und genießen gemeinsam das Spiel. Aber im Livestream doch auch. Videospiele spielen, ist aber was anderes als Fußball spielen. Ich meine, bei der einen Sache, da sitzt du stundenlang und bei der anderen, da rennst du wie ein bescheuerten Ball 90 Minuten hinterher. Das ist wenigstens Unterhaltung. Okay, dann mal was anderes. Fitness-Influencer zum Beispiel. Was für ein Ding? Das sind Leute, die anderen zeigen, wie man richtig Sport macht. Und dann stellen sie sich irgendwo hin und erzählen, wie Sport funktioniert oder was. Ja, so in etwa, genau. Erzählen, wie die Wurst gemacht wird, ist doch keine Kunst, das kann ich auch. Also ihr habt beide ein bisschen Bock, die fertig zu machen, kann das sein? Das ist einfach nicht die Zukunft, das ist nur so eine Phase, Internet, das ist irgendwann auch wieder weg, glaub mir das. Ja, denk mal ein paar Jahre weiter, da will jeder wieder einen Röhrenfernseher haben. Dass ihr beide auch Influencer seid, wisst ihr aber schon, oder? Wie meinst du denn das, Werner? Was redest du denn da? Wenn du morgens beim Bäcker bist und Hannelore erzählst, welche Doku du gut fandest, dann influenzt du sie doch auch. Dann ist da aber was vollkommen anderes. Ihr bekommt kein Geld dafür, nur 10 weniger Leute, aber im Prinzip ist das gleiche. Du legst dir das aber heute schon ein bisschen zurecht, so wie du das brauchst, ne, Werner? Hört auf zu düsen jetzt, ihr wisst genau, dass ich recht Influencer verdienen zu viel für das bisschen Arbeit. Ich will gar nicht abschreiten, dass das viel cool ist, aber ihr müsst doch nicht immer so engstirnig sein. Ja, ist ja auch gut jetzt. Wir führen doch einfach nur eine gesunde Diskussion hier. Mir wurde auf Facebook von ein paar Leuten eine Doku empfohlen. Wollen wir die vielleicht gucken jetzt? Ja, da hätte ich Lust drauf, du. Ich habe auch noch was Neues zu trinken mitgebracht. Das wurde mir im Radio empfohlen. Ich hol das mal gleich. Erzähl, wie die Wurst gemacht wird, ist doch keine Kunst. Das kann ich auch.